Trauermarsch für einen toten Polizisten. Der Beruf verlangt, mit der Gefahr zu leben, und die Gewalt gegen Beamte nimmt zu. Polizist, immer häufiger ein tödlicher Job. Tatsächlich spielte sich die Szene ab wie in einem billigen Krimi. Jemand hat eine Waffe in der Hand, kurz danach kämpfen wir um diese Waffe. Dass da ein Kollege von uns tödlich getroffen worden ist, habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Seit 1945 wurden 383 Polizisten im Dienst getötet. Der Arzt hat gesagt, es tut ihm unheimlich leid, er hat alles versucht, aber unser Sohn wäre tot. Dann war die Gewissheit da. Sie haben es im Moment gehört, aber sie haben es nicht begriffen. Können es im Moment gar nicht begreifen. Um den Tätern nicht hilflos ausgeliefert zu sein, trainieren Polizisten bundesweit das Überleben. Nur wer sich der Gefahr bewusst ist und entsprechend reagieren kann, hat eine Chance. Jahrelang wurde das Schießtraining vernachlässigt. Jetzt gibt es eine bessere Munition und gezielten Unterricht. Das ist der Polizeiberuf. Ich sage immer, auf dem Auto steht Polizei und nicht Bäckerei. Insofern haben wir ein erhöhtes Gefährdungsrisiko. Und das gilt besonders für die Beamten im Streifendienst. Sie wissen nie, zu welchem Einsatz sie gerufen werden und was sie dort erwartet. In der Tat ist es so, dass also nicht der große Fall, der große Kriminalfall mit schwer bewaffneten Tätern, mit SEK-Einsatz, mit Hubschrauber-Einsatz die Schwierigkeit darstellt. Nein, der ganz alltägliche polizeiliche Alltag. Ein Alltag, der durch Überstunden, schlechte Ausrüstung und Bezahlung hart genug ist und bei dem immer wieder Kollegen verletzt oder getötet werden. Entspricht die Verurteilung der Täter nicht ihrem Rechtsempfinden, wird so mancher Polizist zum Zweifler. In meiner langjährigen Tätigkeit als Polizeibeamter habe ich in Teilbereichen, wenn ich ganz ehrlich sein darf, auch wenn das jetzt vielleicht hart rüberkommt, den Glauben an unsere deutsche Justiz ein bisschen verloren. Erst wenn in Deutschland ein Polizist getötet wird, reagieren die Verantwortlichen. Zu spät, allein für 8 Polizisten im letzten Jahr. Uhr, Mitteilung der Einsatzleitstelle. Im Bereich Röntgenstraße wurde eine Polizeibeamtin der Funkstreifenbesatzung Alex 1326 mit einem Messerstich vermutlich schwer verletzt. Der Vorfall soll im Zusammenhang mit einem Einsatz nach Familienstreitigkeit stehen. Die Kollegin wird vermutlich noch vor Ort notärztlich behandelt. Begriffen habe ich es. Also begriffen, dass meine Frau tot ist. Warum, das werde ich wahrscheinlich nie begreifen. Und ganz am deutlichsten merke ich es, wenn ich bei ihr am Grab stehe. Im vergangenen Jahr sterben in Deutschland insgesamt 8 Polizisten im Dienst. Die Gedanken, die mich sehr betroffen machen, dass ich meinen Kollegen in dieser Situation nicht helfen konnte. Dass ich weiter mit dem Täter kämpfen musste und er neben mir liegt und stirbt. Die Gewalt gegenüber Polizisten steigt ständig und die Täter werden immer brutaler. Nach dem Vorfall ist es so, dass viele von mir erwartet haben, dass ich den Polizeiberuf aufgebe und dass sie Ängste auch ganz offen ausgesprochen haben, nach dem Motto, wenn es jemandem einmal passiert, dann kann es auch das zweite Mal passieren. Die Angriffe kommen meist völlig überraschend und zerstören ganze Familien. Er war ein Sohn, wie man sich nur Wünsche gekonnt hat. Und wenn dann jemand einem sowas wegnimmt, und dann soll kein Hass oder Bitter nicht aufkommen. Das geht nicht. Kirsten Spähinghaus-Flick ist die erste Polizistin Deutschlands, die im Einsatz getötet wird. Sie wird nur 26 Jahre alt. Mit 16 Jahren beginnt sie, wie die meisten ihrer Kollegen, die Ausbildung bei der Polizei. 3 Jahre später, im April 1994, tritt sie ihren Dienst in Remscheid an. Das Kreuz am Tatort haben ihre Kollegen aufgestellt. Kirsten Spähinghaus-Flick hinterlässt ihren Ehemann Dirk. Er selbst ist seit 26 Jahren Polizeibeamter. Ein Jahr vor dem Tod seiner Frau bezogen sie gemeinsam das neu gebaute Eigenheim in einem Remscheider Vorort.
Nach dem tragischen Vorfall war Dirk Flick 11 Monate dienstunfähig. Die Arbeit als Polizist im normalen Schichtdienst ist für ihn psychisch nicht mehr möglich. 6 Jahre waren Dirk und Kirsten Spähinghaus Flick ein Paar und seit 3 Jahren glücklich verheiratet. Wir haben uns eigentlich im Streifenmachen kennengelernt. Ja, und unsere Schicht kam, glaube ich, auf einen Schlag, ich weiß gar nicht mehr, 6, 7 Kollegen. Und da war sie bei, ja. Und dann hat unser damaliger Chef, ich denke, zufällig, unser Chef, mit dem ich mich eigentlich nie verstanden habe. Und ich habe oft darüber nachgedacht, das einzig Gute, was ich mit ihm erlebt habe, dass er mich immer mit meiner Frau auf Nachtschicht eingeteilt hat, zufälligerweise. Ja, dann hat es irgendwann gefunkt, ne? Daran gedacht, dass seiner Frau im Dienst etwas zustoßen könnte, hat er nie. Ich habe mir sicherlich schon mal Gedanken gemacht, wie es denn ist, wenn mir was passiert. Keine Frage. Darum habe ich damals auch extra, als wir dieses Haus hier gebaut haben, noch eine Versicherung abgeschlossen, die in dem Alter für mich sehr teuer war, um meine Frau vernünftig abzusichern. Aber ich habe irgendwie nie daran gedacht, dass sowas meiner Frau passieren könnte. Sie war eine super gute Kampfsportlerin. Sie war trotz ihrer nur 26 Jahre, glaube ich, ein sehr guter Menschenkenner. Wie immer, wenn einer von beiden Sonntagsdienst hatte, verbringen sie den Morgen des 27. Februar letzten Jahres gemeinsam. Es war an und für sich seit langem mal wieder vom Wetter her ein sehr schöner Tag. Strahlend blauer Himmel. Und wir haben so einen Brunch gemacht. Wir haben also so gegen 11 Uhr gefrühstückt. Haben uns noch über die zukünftige Terrasse unterhalten. Und da ist ein Satz gefallen, den ich auch, glaube ich, nie vergessen werde. Es ging um eine Mauer, die ich jetzt auch habe bauen lassen. Und ich wollte sie nicht, weil sie so teuer war. Meine Frau wollte sie haben, weil sie so schön aussehen würde. Und sie sagte noch zu mir, ach, weißt du, wenn du bedenkst, dass wir uns das noch 25 Jahre zusammen angucken müssen. Da habe ich nur so gedacht, ja. Ja, und dann ist sie zum Dienst. Hat mich noch gefragt, ob ich, wenn sie nach Hause kommt, ob sie abends, ob ich auch da bin. Ja, und dann habe ich diese Terrasse, weil wir darüber gesprochen hatten, so ein bisschen abgesteckt, um mal so ein Bild zu kriegen, wie sowas aussehen könnte. Und habe sie auch noch angerufen und leider nur noch ihre Mailbox besprechen können. Und wusste zu dem Zeitpunkt dann natürlich nicht, dass sie wahrscheinlich schon gerade verstorben war oder gerade in diesem Todeskampf war. Es ist gegen 14 Uhr, als eine Frau auf der Wache von Kirsten Spähinghaus Flick anruft und ihr sagt, dass sie von ihrem Mann mit einem Messer bedroht wird. Sie steht in einer Telefonzelle und will auf die Polizei warten. Die Beamten fahren los. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht wissen können, die Anruferin wird von ihrem Ehemann mit dem Messer gezwungen, zurück in die Wohnung zu gehen. Er selbst steigt in seinen geparkten BMW. Er hat im Prinzip auf die Polizei gewartet. Oder wie der Kollege, der dabei war, mir nachher sagte, ich hatte den Eindruck, der hat uns aufgelauert. Heimtückisch. Ja, dann hat man nach dieser Frau gesucht. Meine Frau hat sich halt eben entschieden, links rumzufahren. Der andere Wagen ist, ich weiß nicht, woher gefahren. Und am Ende des Platzes sind sie dann rechts abgebogen. Der Täter stand wohl schon in der offenen Fahrzeugtür, in seiner Fahrzeugtür. Und ging dann auf den Streifenwagen zu. Bei uns ein normales Verhalten, dass ein Bürger eine Frage an die Kollegen oder an uns richtet. Und hat wohl noch am nicht ganz stehenden Funkwagen die Tür aufgerissen und ohne Vorandrohung mindestens viermal in meine Frau reingestochen. Und hat wohl, wie er vor Gericht selber wortlich sagte, bewusst zum Herz gestochen, weil es da schneller geht. Dienstantritt an der Landespolizeischule in Berlin-Spandau. Hier werden Beamte für die gehobene Laufbahn ausgebildet. Für den Schießunterricht nimmt jeder seine persönliche Pistole in Empfang. Hierbei um die Pistole der Firma Sieg Sauer, das ist die P225, hat ein Kaliber von 9x19 mm
Und das Magazin, das wir hier sehen, fast 8 Schuss. Der Polizeibeamte hat davon 2 Stück, eins in der Waffe eingeführt, Pistole ist durchgeladen, also sprich streifenfertig. Und ein Reservemagazin wird am Körper mitgeführt in der dazugehörigen Magazintasche. Das ist die Standardausstattung der Berliner Polizei. Das Schieß- und Handlungstraining, so das offizielle Polizeideutsch, soll den Auszubildenden den Umgang mit der scharfen Waffe vermitteln. Sie kriegen einen Auftrag. Es handelt sich um einen bewaffneten Raubüberfall. Sie wissen, Straftatbestand, Schusswaffengebrauch ist gerechtfertigt, Täter sind flüchtig, Personenbeschreibung liegt vor. Im Zuge der Nacheile stoßen Sie auf Personen, auf die Beschreibung zutrifft. Bei der Hauptstadtpolizei gehören stich- und schusssichere Westen nicht zur Grundausstattung. Die Ausrüstung ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und wird durch den Etat bestimmt. In Berlin regiert der Geldmangel. Ihr beide ein Team. Er den sichernden Part, Sie sind der Akteur. Beide gemeinsam in die Deckung laufen, dort würde praktisch, als wenn Sie aus dem Funkwagen aussteigen. Streifenführer, Kraftfahrer, einer hat das Sagen, Sie sprechen sich also praktisch im Grunde genommen ab. Kurz, ich gehe vor, du sicherst, wie Sie es ja schon gehört haben. Ich gehe nicht schon mit gezogener Waffe zu irgendeinem Einsatz hin, der eigentlich ein 0815-Fall ist. Das machen wir nicht, das macht keiner. Und plötzlich werde ich mit Gewalt konfrontiert und ich habe einfach die schlechten Karten. Gut, und rein! Du sicherst! Passieren, du musst eine Entscheidung treffen. In Sekundenschnelle. Hey, Polizei, ich will nur schießen! Nach der Praxis werden die theoretischen Kenntnisse geprüft. So. Wenn wir nach vorne gehen, wurden Sie von wem bedroht? Das war eine Frau. Eine Frau? Kein Mann? Nee, war meines Erachtens eine Frau. Eine Frau. Mhm. Und eine Waffe in der Hand? Ja. Welche Waffe? Ich denke, es war ein Revolver. Ich denke, es war ein Revolver. Sie sind sicher, es war ein Revolver? Also ich bin mir sicher, es war eine Waffe. Ach so, es war eine Waffe, eine Schusswaffe, auf jeden Fall. Ja. Deshalb durften Sie ja so schießen, richtig, in Notfallsituation. Ja. Warum haben Sie zweimal geschossen? Weil, die Scheiben kippen nicht um. Ich wusste nicht, ob ich getroffen habe. Ja, das ist ein bisschen ungünstig, die Aussage. In der Ausbildung ist immer so schwer, Praxis miteinander zu verbinden, mit der Theorie. Besser, Sie haben beim ersten Mal nicht getroffen. Oder, noch besser, der erste Schuss hat keine Wirkung erzielt. Dann wäre alles korrekt. Die Waffe draußen würde man wahrscheinlich nie so selbstverständlich in die Hand nehmen, wie wenn man hier die Halle betritt. Also geht zumindest mir so. Also ich merke es draußen, dass man immer froh ist, eigentlich, wenn die Waffe hier drin ist und alles verschlossen ist. Also das ist nur auf dem Schießstand hier, dass man so selbstverständlich mit dieser Waffe umgeht, denke ich mal. 2 Schuss in die Beine der Richtung. Einstehen bei der Polizei, lassen die Waffe fallen, neue Schießer! Wir üben das leider viel zu selten. Also diese Übung habe ich jetzt heute zum ersten Mal geschossen. Und ich bin der Meinung, es sollte man also wesentlich öfters üben. Ich sag mal, letztes Jahr haben wir 8 Kollegen verloren. Zwar auch in anderen Situationen, aber ich denke, dass man das Schießen noch ein bisschen mehr integrieren sollte. Bei aller Anspannung und Angst ums eigene Leben dürfen auch Polizisten nicht einfach drauf losschießen. Eins muss ich Ihnen noch sagen, wird auf den Weg geben, wenn Sie den Schusswaffengebrauch androhen, dann sollten Sie dem Täter auch Zeit geben zum Reagieren. Das bringt die Aufregung hier mit sich. Sie drohen an und schießen sofort los. Das wäre fatal, wenn Sie jemanden draußen beobachten würde. Sie müssen also normalerweise androhen, circa eine Sekunde warten und dürfen erst dann schießen. Denn die müssen nicht mehr die Gelegenheit geben zu reagieren. Wenn Sie sagen, Polizei, stehen bleiben oder ich schieße, dann braucht er die Reaktionszeit, um stehen zu bleiben.
14. Juni vergangenen Jahres ist einer der schwärzesten in der deutschen Polizeigeschichte. Drei Beamte werden von einem Täter erschossen. Zuerst stirbt Thomas Goretzky, verheiratet, zwei Kinder, 35 Jahre alt. Wenig später werden die 34-jährige Polizeiobermeisterin Yvonne Hartkemper und ihr gleichaltriger Kollege Matthias Larisch von Woitowitz getötet. Der Täter schießt aus nächster Nähe. Die Beamten haben keine Chance. Morgens um kurz nach neun trifft der Hilferuf einer angeschossenen Polizistin im Polizeipräsidium Dortmund ein. Wie sich später herausstellen wird, ist sie die einzige Überlebende des blutigen Dramas. Zuständig für die Koordinierung des Einsatzes ist Polizeioberrat Uwe Thieme. Zu diesem Zeitpunkt ist ihm nur bekannt, dass die Beamten einen Autofahrer kontrollieren wollen, der unangeschnallt fährt. Aus der Entscheidung, diese Ordnungswidrigkeit wollen wir verfolgen, hat der Kollege Goretzky, der Fahrer dieses Fahrzeugs war, seinen Streifenwagen neben den BMW gestellt, hat seine Seitenscheibe heruntergelassen und hat dem Fahrer gedeutet, er möge den Motor ausstellen, der noch an war. Und das war das Letzte, was er sagen konnte, weil in diesem Moment schoss der Fahrer, der nachher als Herr Berger identifiziert wurde, auf den Kollegen Goretzky und traf ihn durch vier Schüsse in Kopf und Brust. Thomas Goretzky stirbt noch am Tatort. Seine 25-jährige Kollegin wird von einer Kugel im Oberschenkel getroffen und überlebt. Die verletzte Polizeibeamtin hat trotz ihrer schweren Verletzung es noch geschafft, über Funk die Einsatzleitstelle zu informieren. Sie hat rückblickend überraschend gute Beschreibung abgeben können zu dem flüchtigen Fahrzeug und der flüchtigen Person. Und daraufhin wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Im Umkreis von 20 Kilometern wird sofort eine sogenannte Ringfahndung ausgelöst. Auch an einer Kreuzung in Waltrop bei Recklinghausen gehen Beamte in Position. Sie haben den Punkt eingenommen, ungefähr um 21:45, haben da gestanden, haben diesen Punkt beobachtet und um 10.29 Uhr ist in einer Fahrzeugschlange, das erste Fahrzeug einer Fahrzeugschlange, der Täter mit seinem Fahrzeug vorbeigekommen, hat unvermittelt angehalten, obwohl die Ampel grün war, und hat sofort drei Schüsse abgegeben auf den Streifenwagen, ohne dass irgendwelche Aktionen der Polizeibeamten vorausgegangen sind, und hat durch diese drei Schüsse die beiden Beamten tödlich getroffen. Im Kugelhagel des Polizistenmörders bricht Yvonne Hartkemper tödlich getroffen zusammen. Wolfgang Larisch von Woitowitz stirbt im Krankenhaus an seinen schweren Kopfverletzungen. Die Beamten im Führungsraum des ständigen Stabes sind geschockt. Ich kann mich erinnern, dass wir im Führungsraum die Information bekamen, da ist auf zwei Polizeibeamte in Recklinghausen geschossen worden. Und ich muss sagen, das habe ich nicht glauben können. Sehr, sehr schnell war dann klar, das war ein neuer, eigener Fall. Und das hat uns, ja, ich sag mal, sehr kurzfristig gelähmt, weil das war für uns alle unvorstellbar. Der Todesschütze ist noch nicht gefasst. Niemand weiß, was in ihm vor sich geht. Um 10.29 Uhr ist der einzige Anhaltspunkt ein silberfarbener BMW, mit dem er weiter im Ruhrgebiet auf der Flucht ist. An der Universität Köln werden Traumaopfer behandelt. Der Dortmunder Dreifachmord hat viele Polizisten schwer belastet. Sie wenden sich an Dr. Christian Lütke von der Abteilung Human Protect. Lütke war 12 Jahre als Polizeipsychologe tätig und ist auf Traumapatienten spezialisiert. Für einen Polizeibeamten bedeutet eine Gewaltsituation, in der er selber Opfer wird, eine massive Rollenkonfusion. Das heißt, er selbst ist ja in der Aufgabe, anderen Menschen helfen zu müssen, was er auch nach bestem Wissen und Gewissen versucht. Und plötzlich kommt es zu einer Rollenumkehr. Aus dem Helfer wird ein hilfloses Opfer, was dann im Nachhinein auch ganz massive Einbrüche so in dem Selbstverständnis haben kann. Es kann sehr stark am
Selbstwertgefühl kratzen, dass man sich Vorwürfe macht und glaubt, seinen Beruf nicht mehr richtig ausführen zu können. Spätschicht der Funkstreife Ottokar 1127 in Mönchengladbach. Polizeiobermeisterin Britta Zimmermann arbeitet seit 6 Jahren im sogenannten Wach- und Wechseldienst. Ihr Kollege Johannes Sommers ist seit 1974 bei der Polizei. Früher waren das nur bei Streitigkeiten in Gaststätten oder so, also wirklich unter Alkoholeinwirkung. Dass die Leute auch gegen die Polizei, aber auch, ich sag mal, gegen ihresgleichen vorgegangen sind. Mittlerweile ist es so, dass nach Straftaten vermehrt Südeuropäer sehr gewaltbereit geworden sind und nicht mehr danach fragen. Oder anders gesagt, man interessiert sich nur dafür, möglichst schnell wegzukommen, ob Kollegen angefahren, umgefahren, überfahren werden. Und da gehen die im wahrsten Sinne des Wortes auch über Leichen. Das interessiert nicht mehr. Dahingehend ist also wesentlich gefährlicher geworden als vor 10 Jahren noch. Einige Bundesländer haben inzwischen reagiert und ihre Polizisten nach amerikanischem Vorbild aufgerüstet. Pfefferspray hat also jeder Beamte mittlerweile bekommen. Da ist eine Patrone drin. Wird einmal die Klappe umgelegt. Moment, so. Und dann einen gezielten Strahl direkt ins Gesicht, in die Augen nach Möglichkeit. So bis 1-2 Metern wirkt das sofort. Das ist also eine sehr gute Wirkung. Der ist also angriffsunfähig. Der sieht nichts mehr. Und in der Regel sind auch keinerlei Schäden zu erwarten. Wir nehmen den dann mit, da wird bei uns auf der Wache mit klarem Wasser gespült, brennt etwas noch, dauert eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und dann ist das komplikationslos. Ein weiterer Vorteil, während CS- und CN-Reizgase erst nach etwa 15 Sekunden wirken, führt das Pfefferspray zur sofortigen Kampfunfähigkeit. Die Polizei. Das Team ist zu einem Familienstreit gerufen worden. Einsätze dieser Art machen rund 70% der polizeilichen Arbeit aus und sie sind eigentlich Routine. Was sie erwartet, wissen sie nicht. Von der Zentrale gibt es nur spärliche Informationen. Das ist hier meine Wohnung und der lebt hier mit mir 26 Jahre. Und er ist 38 Jahre, der zahlt keine Miete. Ist er Ihr Partner oder wohnt er? Nein, das ist mein Sohn. Was wollen Sie jetzt von der Polizei? Er hat mich bedroht. Er wollte mir eine runterhauen. Gestern ist ihm der Schlüssel kaputt gegangen und ich kam und da stand er vor der Tür. Und da sagt er zu mir, ich soll ihm einen Schlüssel geben. Ich habe aber keinen Schlüssel. Ist auch einer da? Ich müsste einen Schlüssel kaufen und der kostet 40 Mark. Was kann ich denn dafür, dass das ein teures Schloss ist? Halt? Warum soll ich denn für ein teures Schloss? Und es gibt auch Schlüssel, wo ich für 8 Mark beim Schuster schnell auf die Schuhe. Geht aber nicht mehr in der Schließanlage. Wenn wir nochmal wiederkommen müssen. Ich muss aber raus und rein, nachher später. Dann brauchen Sie heute nicht mehr raus und rein, dann schlafen Sie nachts bei uns. Ja? Verstehen wir uns? Ist also klar soweit. Okay. Schönen Dank. Was ist, rufen Sie an? Ja, rufen Sie ein, sonst nur, dann kommen wir nochmal. Ne? Okay, tschüss. Auch wenn dieser Einsatz harmlos verlief, können derartige Fälle für die Beamten schnell gefährlich werden. Ähnlicher Einsatz wie eben. Ein Sohnemann, der war wohl etwas, war eine psychiatrische Behandlung. Der wollte, beziehungsweise hat aus der Wohnung, aus der Küche Kleinholz gemacht. Und der Vater sagt, seid vorsichtig, der steht da hinter der Tür mit einem Beil. So war es dann auch. Sofort die Ecke rumgegangen, mit dem Pfefferspray gezielt, angesprüht. Und er fiel sofort hin oder ging zu Boden, weil er nichts mehr sehen konnte. Das war für uns eigentlich problemlos. In 3 Schichten rund um die Uhr sind die Funkwagen in Mönchengladbach unterwegs. In der 270.000 Einwohnerstadt wurden letztes Jahr 25.000 Straftaten begangen. Also wir haben jetzt einen Einsatz. Eine Frau hat also angerufen und gibt an, sie wird von einem Mann verfolgt. Bei dem Einsatz kann man im vornherein absolut nichts abschätzen, was sich daraus entwickelt. Das kann die Verfolgung sein, was kurz vor einer Vergewaltigung gestanden hat. Das kann aber im Extremfall auch sein, dass die Frau halt verwirrt ist, sich nicht auskennt oder geistig verwirrt ist. Von vornherein kann man also absolut nicht abschätzen, was sich daraus entwickeln könnte für uns. Man kann sich auch nicht darauf einstellen. Der Einsatz stellt sich als ein handfester Ehestreit heraus. Wollen Sie jetzt Ihre Wohnung rein? Ich möchte weg von Ihnen.
Wenn Sie nachts bei uns schlafen, kann Ihre Frau hingehen, wo sie möchte. Ja, also haben eins, verstanden? Eins kann ich Ihnen sagen, geht sie in die Richtung. Es schlägt mich tot. Nein, ein Wagerecht draus. Ja, dann geht sie dahin, wo sie mich 9 Monate mit betrogen hat. Das ist aber Ihre Sache, wo sie hingehen, zu welchem Mann oder was Sie können auch immer. Gehen, ja? Ja. Sie können gehen. Gehen Sie, wohin Sie wollen jetzt. Jetzt sind wir noch hier. Na, ich tue doch nichts. Was tue ich denn? Ich bringe mich jetzt hier in die Zigarette. Gehen Sie bitte jetzt und nicht nachher, weil nachher, wir bleiben nicht bis Weihnachten hier stehen, ja? So, und für Sie gilt nicht diese Richtung, sondern diese, ja? Ja, ich kann ja auch so rumgehen. Ne? Sie gehen darunter. Wann ein Routineeinsatz plötzlich umkippt und gefährlich wird, ist nie vorherzusagen. Doch Schutzwesten werden in Nordrhein-Westfalen vom Dienstherren noch immer nicht gestellt. Schutzwesten gibt's, aber leider nur privat. Ich habe also nie eine gehabt, ich trage auch zurzeit keine. Ich habe heute gehört, im Gegensatz zu, wie es in der Zeitung steht, soll es eigentlich erst zum Ende nächsten Jahres kommen. Für alle die Schutzwesten. Also wir haben beide zurzeit keine Schutzweste. Es ist Mittwoch gegen 3:15. Drei Polizisten, die auf dem Heimweg von der Fachhochschule sind, fällt ein Wartburg auf. Das Fahrzeug fährt in Schlangenlinien. Die Beamten entscheiden sich, den Wagen anzuhalten. Bis auf einen leichten Alkoholgeruch in der Atemluft war überhaupt nichts festzustellen. Absolut kooperativ, koordiniert die gesamte Verhaltensstruktur von dem Menschen. Er konnte sich normal bewegen, er war von dem motorischen, er hat keine motorischen Ausfälle gehabt. Sinnlogische Erklärung abgegeben, total sinnlogische Erklärung. Und daher war auch unser Verdachtsmoment nicht da. Da die Polizisten in Zivil ohne Funkgeräte und Dienstpistolen sind, eilt Jochen Seidel zu der nächstgelegenen Telefonzelle, um einen Funkwagen herbeizurufen. Die Stimmung schlug ganz plötzlich um, indem der Autofahrer dann sagte, dann müssen wir die Situation auf meine Art regeln, dann muss ich euch erschießen. Ohne Vorwarnung zog er dann plötzlich seine mitgeführte Schusswaffe, zog den Verschluss nach hinten, sodass ich also dieses metallische Geräusch des Ladens hören konnte, richtete die Waffe auf meinen Kopf und wollte sofort also abdrücken. Ich habe das gesehen, bin nach vorn gesprungen, habe die Waffe wegdrücken können. Dabei hat sich ein Schuss gelöst, hat mich am Kopf verletzt, also ich habe einen Streifschuss dabei erlitten. War benommen durch den Funkenflug, durch den Pulverqualm der Waffe. War auch ein bisschen verwirrt zu dem Zeitpunkt, als ich nach oben guckte, sah ich, wie er das zweite Mal die Waffe auf mich richtete und abdrückte. Und ich dabei einen Schuss in die Brust erlitt, umgefallen bin, Schmerzen in der Brust verspürt habe und erstmal überhaupt nicht realisiert habe, was da aber passiert ist. Und beim Aufrichten und nach hinten gucken sah ich dann, wie der Kollege Jochen Seidel, der von der Telefonzelle zurückkam, aus 3-4 Meter Entfernung in den Bauch geschossen wurde. Daraufhin habe ich versucht, habe dann auch den Täter zu Boden gebracht und habe dann versucht, die Waffe zu entwenden. Und in diesem Zeitraum muss er dann die Waffe gegen den Kollegen Volker Reitz gerichtet haben und ihn dabei dann direkt ins Herz geschossen haben. Volker Reitz wird 34 Jahre alt. Er war verheiratet und hinterlässt 3 Kinder. Ich habe erst die Verletzung, diese schwere und tödliche Verletzung erst wahrgenommen, als wir am Boden gelegen haben, ich mit dem Täter weiter um die Waffe gerungen habe und bei dem Kollegen Volker Reitz eigentlich keine Lebenszeichen, keine Reaktion mehr zu sehen war. Nachdem ich dann letztendlich die Waffe bzw. auch den Täter unter Kontrolle hatte, konnte ich ja aus ungefähr 1 Meter, 1,5 Meter direkt in die Augen und in das Gesicht von meinem Kollegen gucken und habe gesehen, dass er sehr, sehr schwer verletzt ist und dass er unbedingt dringend notwendig Hilfe benötigt von einem Arzt. Und habe in seinem Gesicht schon gesehen, dass er also erheblich verletzt war und wahrscheinlich schon auch zu diesem Zeitpunkt tot war. Der Fahrer des Wartburgs hat 3,9 Promille im Blut. Der 41-jährige Maschinenbauingenieur Helmut D. ist arbeitslos, lebt allein und ist ein Waffennarr. Die Tatwaffe, eine Pistole Kaliber 6,35, hat er selbst zusammengebaut. Der Täter ist ein geübter Schütze. Alle 4 Schüsse sind Treffer. Den Tod ihres Kollegen haben die beiden Beamten bis heute nicht verwunden.
Natürlich hat mich am meisten mitgenommen, dass ein Kollege bei diesem Einsatz zu Tode gekommen ist. Und dabei ist dieser eigene Schuldvorwurf unabwendbar. Trotzdem, also nun viele Leute immer wieder versichert haben, dass natürlich der Täter schuld ist, der den Schuss abgefeuert hat. Und trotzdem also auch Rechtsexperten betont haben, dass wir also bei diesem Einsatz keinen Fehler gemacht haben, steht für einen selbst dieser Vorwurf immer in greifbarer Nähe. Und das belastet doch sehr stark. Ich habe für meinen Teil die Situation verstanden, bearbeitet, aufgearbeitet mit meinen Freunden, mit meinen Familienangehörigen. Ich gebe mir heute nicht mehr die Schuld dafür. Ich weiß, dass die Situation unabänderlich ist und lebe dort mit. Es ist ein Teil meines Lebens geworden. An der Landespolizeischule in Berlin-Spandau steht neben der Schießausbildung vor allem die Eigensicherung im Vordergrund. Hier sollen die zukünftigen Beamten trainieren, wie man sich in bedrohlichen Situationen verhält. Ist es so, dass also nicht der große Fall, der große Kriminalfall mit schwer bewaffneten Tätern, mit SEK-Einsatz, mit Hubschrauber-Einsatz die Schwierigkeit darstellt. Nein, der ganz alltägliche polizeiliche Alltag, der stellt genau das, das da, was uns den Beruf so schwierig macht, für uns im Beruf so schwierig ist, der Standardfall, ein Ehestreit, eine Verkehrskontrolle, ein ganz simpler Diebstahl. Genau das, man rechnet nicht damit, ist ja nur ein kleines Delikt. Man rechnet als Polizeibeamter nicht damit, obwohl man es machen sollte. Und plötzlich hat man die Situation, zum Beispiel durch die Reaktion des Täters, dass er durchknallt, im wahrsten Sinne des Wortes. Er sieht die Polizei, er sieht sich vielleicht schon im Gefängnis und knallt durch. Und dann haben wir in der Standardsituation die Gefahr. Immer wieder werden alltägliche Arbeitsabläufe geübt. Vier Beamte sollen einen Handtaschenräuber festnehmen, der in eine Wohnung geflüchtet ist. Aufmachen, Polizei! Was wollen Sie denn? Aufmachen, Polizei! Sie machen bitte die Tür auf! Beschreib doch was! Was ist das? Was brutal aussieht, ist polizeilicher Alltag. Kaum eine Festnahme verläuft friedlich. Meistens ist für die Polizisten mit heftiger Gegenwehr zu rechnen. Jetzt an die Hocke. So. Wir werden Sie jetzt durchsuchen. Magazin gefunden, linke Seite, Gürtel. Brusthammer, Sicherheitshammer, linke Hosentasche hinten. Waffe rechts hinten, Holster. Was mir sehr gut gefallen hat, dass von einem Beamten gesagt wurde, Beschreibung passt. Das war sehr gut. Sehr gut und sehr wichtig. Kann ich x-beliebig gleich einen Zugriff machen, extremen Zugriff, und weiß gar nicht, wen ich vor mir habe. Ich kann Ihnen natürlich andererseits, wenn es sich hier um ein solches Delikt handelt, nicht fragen, zeigen Sie mal Ihren Ausweis. Sind Sie denn der, den wir suchen? Das geht auch nicht. Also hier super gelaufen. Person wurde erkannt nach der Täterbeschreibung, nach der Fahndung, ist dann ein sauberer Zugriff durchgeführt worden, war rundum sehr gut. Überrumpelungstaktik, hier in diesem Fall durchaus geeignet. In den verschiedensten Szenarien sollen die Polizeischüler für die Gefahren, die in ihrem zukünftigen Beruf lauern, sensibilisiert werden. Eigensicherung lässt sich nicht anhand von Mustern trainieren. Wir zeigen also hier wirklich nur beispielhafte Möglichkeiten auf, wie man in einem solchen Fall vorgehen könnte. Das war also hier dargestellt, diese Überrumpelungstechnik, dass man sich vorher abgesprochen hat, wie könnten wir, ja, man schaut ja auch die Verhältnisse, die Wohnverhältnisse, das heißt die Räumlichkeiten, die Türen, die Umgebung des Einsatzortes schaut man sich an, man bespricht sich, man sagt, so könnte man hier vorgehen, um optimal die Festnahme durchzuführen. Man weiß nie, was hinter der Tür passiert.
Seit 40 Jahren kommt Polizeihauptmeister Volker Paul zur Wache. Er hat sich vom einfachen Beamten zum Schießausbilder beim Polizeipräsidium Mannheim hochgearbeitet. Seit 10 Jahren ist er für die Aus- und Weiterbildung an der Waffe verantwortlich. Trainiert wird mit Übungsmunition. 3 bis 4 Mal pro Jahr muss jeder Mannheimer Polizist auf den Schießstand. Statistisch gesehen werden die meisten Schüsse aus einer Distanz von 3 bis 4 Metern abgegeben. Wenn ich einen Schuss mache, kann ich mit der rechten Hand es nur machen. Wenn aber, um sicher zu sein, ich muss 2, 3 Schuss machen, ja, ab dem 2. Schuss wird die Hand unsicher. Ja, sie durch den Rückschlag von der Waffe geht es aus der Richtung. Ja, hoch, rechts, links und so habe ich verschiedene Winkel. Deswegen mache ich dieselbe Bewegung mit der linken Hand auch. Gehe mit hoch, fass unter, um sicher zu sein, dass das Schussbild klein bleibt. Halb Hand, halb Gelenk, fass hier rein und lass die Hand hier so stehen. Ja, und dann gebe ich die Schüsse ab. Das bleibt dann stehen, da wo ich hingefahren bin, da bleibt es stehen und dann gebe ich die Schüsse ab. Und das ist der sicherste Anschlag. Um Treffer, da wo ich hinzielen möchte und hintreffen möchte, da auch das die Treffer sind. Nicht nur Volker Paul ist sein Leben lang bei der Polizei. Auch seine beiden Söhne und seine Schwiegertochter haben sich für die Laufbahn im Staatsdienst entschieden. Eine intakte Familie, bis zu dem Tag, an dem der älteste Sohn Markus im Dienst getötet wird. Markus Paul, 1,95 Meter groß, Hundeführer und Kampfsportler, wird nur 31 Jahre alt. Er hinterlässt eine Frau und eine Tochter. Sie ist gerade 4 Monate alt. Mein Sohn war von frühester Jugend an gewillt, Polizeibeamter zu werden. Ich selbst habe es ihm nicht geraten. Er wusste, auch schon allein wegen dem vielen Dienst am Wochenende und so, ja, wo ein normaler Mensch in Anführungszeichen frei hat, dass er da auch zum Dienst gerufen werden kann, dass er das nicht so planen kann, seine Freizeit. Da wusste er darum. Auch Gefahr war der nicht in dem Sinn so angesprochen, klar. Was man so normal auch sich unterhält, ja, Polizeibeamte, es kann immer mal was passieren, in der Richtung ja, aber dran gedacht hat da keiner. Die tödliche Gefahr lauert in einem Mannheimer Großmarkt. Gegen 1 Uhr nachts bricht ein Jugendlicher in die zoologische Abteilung ein. Er hat seiner Freundin versprochen, für sie eine Königspython zu stehlen. Der Täter, Sascha K., ist 16 Jahre alt. Seine Freundin wartet im gestohlenen Wagen samt Schlange und Terrarium, als er noch einmal in den Großmarkt zurückgeht und einen stillen Alarm auslöst. Es war ein normaler Einsatz. Es wurde entschieden, der Hund von dem Kollege, der geht vor. Sie haben dann Reihen der Reihe nach dann in dem Bereich, vorderer Bereich, mittlerer Bereich abgesucht. Der Hund kam, hat nicht angeschlagen gehabt. Und wo sie im dritten Bereich dann waren, und da hat der Hund angeschlagen. Ja? Und sie haben dann korrekt gehandelt. Der hat gewartet, bis der Hund wieder zurückkommt und hat sich gezeigt. Haben auch nicht gesehen, dass der Hund schon verletzt, tödlich verletzt war durch Messerstiche. Sie sind dann nachgelaufen, aber geteilt, 10 Meter oder 8 Meter auseinander, wie es Vorschrift ist. Und nach dem Kassenbereich, der hat sich hinter der Kasse geduckt gehabt und ist dann aus kniender Haltung hoch und hat von hinten schräg meinen Sohn dann angegriffen. Mit einem 40 cm langen Schlachtermesser, das sich der Täter aus der Metzgerabteilung holt, tötet er Markus Paul durch einen Stich in die Halsschlagader. Sein Kollege, der ebenfalls angegriffen wurde, bleibt unverletzt. Markus Paul hat trotz Schutzweste keine Überlebenschance. Wir waren gerade zu Hause, waren im Bett und da ging das Telefon. Da war es 2:15 Uhr. Er wurde vom Polizeipräsidium Mannheim angerufen
Und dann bin ich dran, dann hat der Einsatzbeamte zu mir gesagt, da war eine Stecherei im Großmarkt, ich sollte mal ins Städtische Krankenhaus fahren. Je näher, dass ich zu dem Städtischen Krankenhaus gekommen bin, je stärker war ich dann überzeugt, dass ganz was Schlimmes passiert ist. Und sonst hätte auch der Kollege gesagt, gleich, es wäre, ist nicht so schlimm, ist zwar, aber er hätte sich dann mehr artikuliert und hätte irgendwas von sich gelassen. Und da er nichts gesagt hatte, war mir klar, irgendwas ganz Schlimmes war. Und wo wir dann reingekommen sind ins Krankenhaus, sind dann unten die Notaufnahme, kam uns der Arzt entgegen, wo der so 10 Meter vor uns war. Der Arzt hätte überhaupt gar nichts sagen brauchen. Da war mir ganz klar, dass also die Gewissheit, dass mein Sohn tot war. Dann kam er zu uns und hat gesagt, es tut ihm unheimlich leid, er hat alles versucht, aber unser Sohn wäre tot. Dann war die Gewissheit da. Sie haben es im Moment gehört, aber sie haben es nicht begriffen. Können es im Moment gar nicht begreifen. Wann gibt es den Moment, wo man das überhaupt begreifen kann? Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch meint man, er müsste es. Irgendwo geht die Tür auf und da steht wieder vor einem. Das ist heute noch. In der Polizeivilla in Berlin-Steglitz trainieren Ausbilder des Sondereinsatzkommandos Berliner Polizisten. Das Schulungsprogramm wird seit 1985 durchgeführt und gilt als Weiterbildungsangebot für den Selbstschutz. Wir arbeiten nach dem Motto Zerbrechen und wieder aufbauen. Das bedeutet also, wir werden natürlich erstmal die Fehler offenlegen, aber dann sagen wir Ihnen auch, dass sozusagen was völlig manches völlig menschlich ist und völlig normal. Ein Polizist ist auch nur ein Mensch, kann sich auch nur nach den menschlichen Instinkten verhalten, wird keine anderen entwickeln im Laufe der Zeit. Und dementsprechend sind bestimmte Verhaltensmuster einfach menschlich vorgegeben. 3.500 bis 4.000 Polizisten aus allen Berliner Bezirken lassen sich von den Experten des SEK in der Kunst des Überlebens unterweisen. Ich möchte von euch draußen kein Schauspiel sehen. Ja? Ich möchte von euch einen polizeilichen Einsatz sehen. So wie ihr draußen arbeitet, möchte ich euch hier arbeiten sehen. Ja? Ich möchte keine Ausreden hören. So nach dem Motto, ja, ist ja nur eine Übung. Hier ist ja der Kameramann dabei. Dabei war ich unheimlich nervös oder so. Das will ich nicht hören. Ich will einen ganz normalen, alltäglichen polizeilichen Einsatz hier sehen von euch, über den wir dann anschließend nachher reden werden. So, ihr seid bitte so nett, rüstet euch aus, Holster, Waffen, falls jemand ein Linkshänder ist, ist ein Linksholsterer. Die Waffen sind streifenfertig. Am Training wird teilgenommen, weil der Job in der Hauptstadt immer härter und gefährlicher wird. Angst ist da, man wird noch sensibler dafür und man versucht ganz schnell natürlich im Kopf nachzudenken, was mache ich jetzt, wie weit werde ich gehen, und da ich mich, denke ich mal, im Vorfeld auch schon sehr viel damit beschäftigt habe, ob ich meine Schusswaffe einsetze oder nicht, denke ich mal, dass ich da nicht die Probleme habe, sie halt in die Hand zu nehmen und auch wirklich einzusetzen, weil halt die Vergangenheit wirklich gezeigt hat, dass auch die Täter sehr aggressiv geworden sind, beziehungsweise Waffen immer mitgeführt werden, egal ob es nun Schusswaffen sind oder ob es halt auch Messer sind. Und da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein und halt auch immer einen gewissen Abstand halten. Der Übungsauftrag lautet ruhestörender Lärm. Ein Allerweltseinsatz, bei dem es in den meisten Fällen zu schlichten und zu vermitteln gilt. Der Einsatz geht für die beiden Beamten scheinbar glatt. Doch die Situation, die sich in Wirklichkeit so abgespielt hat, gerät plötzlich außer Kontrolle. Was ist denn dabei? Mach auf! Die Leute sind hier! Wir kriegen wohl nicht mehr rein! Wir machen vor, dass wir hier haben! Können wir doch nicht rein! Das kann ja auch nicht vor sein! Komm! Geht rein! Geht rein! Geht auf!
Schmeiß mal den Namen in Beine. Schmeiß sie runter, schmeiß das Messer runter. So läuft das nicht. Ja, für Gott, so läuft das nicht. Das verhört. Ja, warte nur. Das ist doch scheiße. Mein Glück, wenn ich wollte, dann ist doch alle. Verstehst du das, Marco? Es ist natürlich für die Kollegen schlecht gelaufen. Der eine Kollege hat nicht realisiert, dass ich ein Messer gezogen habe und hat sich um den vermeintlichen Angreifer, sprich den Nachbarn, gekümmert. Dadurch war die Kollegin alleine. Und ich sage mal, was kann fast noch Schlimmeres passieren, als wenn man mit jemandem alleine ist, der einen mit einem Messer bedroht. Und von daher ist sie ruhig geblieben. Das war schon ganz gut. Man hätte... Oder man wünscht sich, dass sie verbal mehr auf den Täter eingeht. Was aber in so einer Situation, wer noch nicht drin war, kann sich es wahrscheinlich nicht vorstellen. Es fällt einem nicht so viel ein in dieser Situation, weil man ja auch sicherlich an seine eigene Bedrohung denkt. Und das Lösen der polizeilichen Lage als solches ist für sie alleine gar nicht möglich. Der hätte mich bestimmt umhauen können, aber ich habe die Schusswaffe eingesetzt. Ich hätte sie eingesetzt, wenn er noch dichter auf mich zugekommen ist, hätte ich geschossen. Warum? Ja, um mein Leben auch zu schützen. Sicher. In der anschließenden Videoanalyse wird Szene für Szene jeder Fehler besprochen. Niemand soll hier glauben, er würde schon alles kennen, was der Alltag zu bieten hat. Wir haben in diesem Fall alle Zeit der Welt. Ja? Wir können nicht sagen, pass mal auf. In 20 Minuten habe ich Feierabend und wenn du dann das Messer nicht weggelegt hast, dann machen wir auch nicht. Wir ziehen auch keine Deadline in diesem Fall. Das heißt, wir ziehen hier keinen Strich und wenn der auf uns zukommt, ja, und der diesen Strich überquert, dann schießen wir auch nicht. In diesem Fall müssen wir auch schon mal ein paar Schritte zurückgehen. Das ist auch gefordert vom Gesetzgeber bei einem Messertypen. Besonderes Augenmerk wird auf die richtige Haltung der Dienstwaffe gelegt. Wir verstecken die Sache nicht, sondern die wird als quasi als Gerät benutzt, ihm zu zeigen, halt Freund, ich habe hier eine scharfe Waffe und solltest du kommen, dann kann es passieren, dass ich schieße. Ja, man soll ihn, ja, es soll eine Bedrohung sein. Man soll ihn mit der Waffe auch wirklich bedrohen. Es kann sein, dass er sich durch diese Bedrohung von seinem Vorhaben ablässt. Und alles ist besser als der echte Schusswaffe. Es ist ein Dienstag gegen 17.20 Uhr. Polizeihauptmeister Günther Knöpfel beginnt gemeinsam mit einem Kollegen seinen Dienst in einem Radarwagen an der A4. Plötzlich fällt ein Schuss. Günther Knöpfel wird 41 Jahre alt. Er hinterlässt seine Frau und zwei Kinder. Die A4 unweit vom Kirchheimer Dreieck. Der Täter, der 45-jährige Lothar K. aus Halle, ist unterwegs nach Frankfurt. Er fährt, wie so oft, zu schnell und wird geblitzt. Er glaubt, jetzt ist er Führerschein und seinen Job als Busfahrer los, denn sein Punktekonto in Flensburg ist voll. Statt der erlaubten 100 fährt er 132 Stundenkilometer. Was er nicht weiß, in der Radarkamera befindet sich nur ein Testfilm. Das Foto wäre juristisch nicht verwertbar gewesen und hätte keine Folgen gehabt. Alfred Rüppel ist Chef der Bad Hersfelder Autobahnpolizei. Der Tod seines Mitarbeiters und die Skrupellosigkeit des Täters beschäftigen ihn noch heute. Ihm kam sofort der Gedanke, wie kann ich im Grunde genommen an das Messbild herankommen, um zu verhindern, dass eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, so wie wir das bezeichnen, verhindert werden kann. Und aufgrund dieser Überlegung ist er zunächst auf der A4 in Richtung Süd weitergefahren und bis zur Rastanlage Rimberg. An der Rastanlage Rimberg hat er kurz verweilt und den Gedanken gefasst, zur Messstelle zurückzufahren, um an das Radarfoto zu kommen, beziehungsweise den Beamten das Radarfoto zu entwenden oder zu rauben. Insgesamt fährt der Täter zweimal eine Strecke von rund 60 Kilometern ab, um die genaue Position des Radarwagens auszuspionieren.
Dann ist er an den Kofferraum gegangen, hat aus dem Kofferraum eine Pistole herausgenommen, hat sie durchgeladen und ist mit dem vorerwähnten Ziel zur Messstelle sehr schnellen Schrittes und eiligst zurückgelaufen. Als er das Messfahrzeug sah, ist er von hinten an die Fahrertür herangetreten und hat den Anschein erweckt, als habe er eine Panne. Der Kollege Knöpfel hat aus diesem Anlass heraus die Scheibe heruntergedreht. Genau zu diesem Zeitpunkt hat der Täter die Fahrertür aufgerissen und sofort abgedrückt. Die Kugel trifft Günther Knöpfel mitten ins Herz. Er stirbt noch am Tatort. Sein Kollege wird nur leicht am Arm verletzt. Er lässt sich aus dem Wagen eine Böschung runterfallen und bringt sich so in Sicherheit. Die A4 bleibt stundenlang gesperrt. Eine Großfahndung wird eingeleitet, erfolglos. Noch am Abend überbringt Alfred Rüppel die Todesnachricht. Das ist einer der schlimmsten Wege gewesen, die ich je begangen habe. Wenn Sie dann zu einer Witwe fahren müssen, ist es umso unerträglicher und schwerer, einen solchen Weg zu gehen. Frau Knöpfel kannte mich ja und sie konnte ahnen, dass ich eine schlimme Nachricht überbringen musste. Ich habe ihr im Grunde genommen gleich gesagt, was passiert war und hatte natürlich den Eindruck, dass sie zunächst überhaupt nicht verstehen konnte, dass dieses schreckliche Verbrechen sich ereignet hatte. Zwei Wochen nach der Tat wird der gelernte Elektromonteur von Spezialisten des SEK an seinem Arbeitsplatz in Frankfurt verhaftet. Die Kugel seines tschechischen Revolvers hatte die Beamten auf seine Spur gebracht. Das Landgericht Fulda verurteilt ihn zu 12,5 Jahren Haft wegen Totschlags. Die Staatsanwaltschaft und die Ehefrau des Getöteten legen Revision ein. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil inzwischen aufgehoben, weil wesentliche Punkte, die für einen Mord sprechen, nicht erörtert wurden. Ich habe den Täter sowohl bei der Tatortbegehung als auch bei der sich dann anschließenden Hauptverhandlung täglich erleben müssen und habe dabei festgestellt, dass dieser Täter gegenüber der Witwe und den beiden Kindern überhaupt keine Reue gezeigt hat. Als Reaktion auf die 8 getöteten Polizisten im vergangenen Jahr finanzieren die Innenminister der Länder und die Gewerkschaft der Polizei eine Studie zur Gewalt gegen Polizeibeamte. Sie wird vom Kriminologischen Forschungsinstitut Hannover durchgeführt. Erste Erkenntnisse liegen vor. Die Angreifer sind in der übergroßen Zahl Männer. Und je gravierender das wird, also von den Folgen des Angriffs her und auch von der Tötungsabsicht, umso mehr Männer. Das Interessante ist der Alkoholanteil, also da ist sehr viel Alkohol im Spiel, aber je gravierender das wird, umso geringer wird der Alkoholanteil. Also dort, wenn Sie einen Angriff mit Tötungsabsicht haben, der auch bei den Beamten dazu führt, dass er lange verletzt ist, gravierend verletzt ist, haben Sie einen geringeren Anteil von Tätern, die alkoholisiert sind, weil Alkohol eventuell ja auch die Angriffsfähigkeit hemmt. Insgesamt werten die Forscher 4000 Fälle von gewalttätigen Übergriffen auf Polizisten der letzten 15 Jahre aus. Was sehr überraschend war, ist, dass die Angriffe nicht jetzt in sozialen Brennpunkten stattfinden, im Viertel am Stadtrand mit den Hochbauten, wo gemeinhin andere Straftaten begangen werden. Eine große Zahl dieser Straftaten wird im eher gut bürgerlichen Viertel verübt. Und das deckt sich dann auch mit einem anderen Befund, dass die übergroße Zahl dieser Angriffe völlig überraschend kam. Und das ist vielleicht auch dann eine Erklärung dafür. Man erwartet das nicht so sehr in einem gutbürgerlichen Viertel, während es in anderen Vierteln vielleicht eher durch das Verhalten der Polizisten dann auch vermieden wird, dass irgendwas passiert, dass man da offensiver vielleicht auch reingeht in die Situation. Auch die Ehefrau von Dirk Flick wird in einer gutbürgerlichen Wohngegend angegriffen und getötet. Sein Chef informiert ihn persönlich und Dirk Flick fährt sofort ins Krankenhaus. Der schlimmste Moment in meinem Leben war mit Sicherheit, als ich sie im Krankenhaus in Uniform gesehen habe, als sie schon tot war. Ich bin dann in sein Krankenzimmer rein
Und noch in diesem, im Flur dieses Zimmers lag meine Frau auf einem, auf so einem Bett mit dem Kopf zu mir. Ich überlege gerade, das war die erste Situation in meinem Leben, wo ich mich hinknien musste. Wo ich ja, wo ich wirklich kurzfristig mich hinknien musste, weil ich gedacht habe, ich kann nicht weitergehen. Ja, dann bin ich aufgestanden, zu ihr hingegangen. Ja, hab sie halt eben gesehen. Ne? Ich weiß noch, ich habe noch zu ihr gesagt, was hast du wieder für einen Scheiß gemacht? Das weiß ich noch, den Satz hin. Hab ich mir nachher auch gedacht, wie kann man sowas sagen? Ne? Tja. Können sie nichts sagen. Aber ich glaube, dieser Drang, denjenigen sehen zu wollen, das ist unser Gehirn. Man will das begreifen, man muss das sehen, weil das kann man sonst gar nicht glauben. Der tödliche Messerangriff ereignet sich gegen 14.20 Uhr. Nur durch einen Schuss ins Bein, der dem Täter die Kniescheibe zertrümmert, kann sich der Kollege von Kirsten Spähinghaus Flick vor dem wild um sich schlagenden Angreifer retten. Wenige Wochen vor ihrem Tod hatte sich die Polizistin gemeinsam mit einigen Kollegen von ihrer Wache für knapp 1000 Mark eine private Schutzweste bestellt. Sie war auch richtig happy und zufrieden, dass sie bald so eine Weste hat. Ja, und diese Weste ist einige Zeit nach der Tat, wäre sie ausgeliefert worden. Ich konnte sie dann, oder die Firma hat es mir gestattet, sie dann noch abzubestellen. Und ich muss sagen, sie wäre vielleicht verletzt worden, ja. Aber mehr auch nicht. Der mazedonische Schleiferarbeiter Samad T. wird zu 12 Jahren Haft verurteilt. Vor Gericht sagt der dreifache Vater aus, dass er einen Hass auf seine Frau gehabt habe und eigentlich sie umbringen wollte. Aufgrund einer schweren Persönlichkeitsstörung muss er die Strafe in einer geschlossenen Psychiatrie absitzen. Ich glaube, es gibt für so eine Tat keine gerechte Strafe. Ich bin ein Gegner der Todesstrafe, auch danach bin ich gefragt worden. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite bin ich auch ein Gegner davon, dass Leute für einen Mord, ob das nur ein Polizisten ist oder ein Normalmenschen, oder an einen Bürger, sind ja nur alle normal. Das spielt eigentlich gar keine Rolle, aber für einen Mord und einen Versuch im Mord die Möglichkeit besteht, dass so jemand nach 8 Jahren hier durch diese Stadt geht und mit mir im Aldi an der gleichen Kasse steht. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das ist aber so in Deutschland. Am Tatort der Polizistenmorde wird fieberhaft nach Spuren gesucht. Noch immer wissen die Ermittler nicht, wer das Leben von 3 Beamten ausgelöscht hat. Die Zeit drängt. Nach dem dreifachen Mord ist nicht auszuschließen, dass der Täter weiter tötet. Wir haben dann erst um 11.15 Uhr einen ersten, wie sich auch nachher herausstellt, richtigen Hinweis auf ein Kennzeichen bekommen, sodass die Suche dann eine völlig andere Qualität eingenommen hat. Nämlich wir wussten oder hatten zumindest einen dringenden Verdacht, wer denn Fahrer dieses Fahrzeugs war, und wir konnten weitergehende Ermittlungen tätigen. Der flüchtige Polizistenmörder wohnt im Dortmunder Stadtteil Brakel in einer 70 Quadratmeter großen Dachgeschosswohnung. Sein Name Michael Berger, 31 Jahre alt, 1,90 Meter groß, arbeitslos. Beamte brechen seine Wohnung auf und durchsuchen sie nach Hinweisen, die Rückschlüsse auf die Persönlichkeit des Täters zulassen. Die Suche ist erfolgreich. Die Waffenleidenschaft von Herrn Berger ging so weit, dass er verfügen konnte über eine Vielzahl von scharfen Schusswaffen. So haben wir bei den Durchsuchungen seiner Wohnung einige scharfe Faustfeuerwaffen gefunden und darüber hinaus noch eine scharfe Kalaschnikow. Er verfügte also über Waffen und Munition, und wie wir heute wissen, hat er auch sehr intensiv Schießübungen durchgeführt, sodass er seine Fähigkeit, ich sag mal, zu schießen, nie verloren hat. Er war also ein geübter Schütze. Die letzte Kugel richtet der Täter gegen sich selbst.
Um 17 Uhr wird sein Wagen auf einem Feldweg bei Olfen in der Nähe des Dortmund-Ems-Kanals gefunden. Mit einem Kopfschuss nimmt sich Michael Berger das Leben. Diverse Beamte wenden sich nach der Tat an Polizeipsychologen. Das brutale Verbrechen an den Kollegen macht ihnen schwer zu schaffen. Viele haben Vermeidungsverhalten gezeigt, hatten Schwierigkeiten, in die Nähe zu gehen oder an den Ort zu gehen. Oder zeigten auch vor allen Dingen Symptome von Übererregung, das heißt also von Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, einer erhöhten Schreckhaftigkeit und dann auch verschiedene körperliche Symptome von Spannungszuständen bis Kopfschmerzen. Bei den Ermittlungen stellt sich heraus, dass Michael Berger wegen Depressionen in psychiatrischer Behandlung war und der Neonazi-Szene angehörte. Er war Mitglied bei den rechtsextremistischen Republikanern der Deutschen Volksunion und er sympathisierte mit der NPD. Die Ermittlungen ergeben außerdem eine krankhafte Leidenschaft zu seinem Auto und einen grenzenlosen Hass auf Polizisten. Unterrichtsbeginn für die Absolventen der Fachhochschule der Polizei in Mülheim bei Frankfurt. 3 Jahre dauert hier die Ausbildung zum Polizeikommissar. Im September diesen Jahres wurde das neue Trainingszentrum für die Fachrichtung Einsatztraining eingeweiht. Den 250 Studenten steht die neueste Ausrüstung zur Verfügung, um auf Verbrecherjagd zu gehen. Wenn ich jetzt davon spreche, dass Gewalt eingesetzt werden muss, dann wird sich das sehr oft letztlich auch aus einer Kommunikationsbarriere entwickeln. Sprich, jemand ist nicht in der Lage, meiner Kommunikation jetzt entsprechend zu folgen oder meinem Angebot zu folgen, nutzt es möglicherweise auch aus, dass ich zu viel rede. Und ich muss dahingehend natürlich auch Handlungsmechanismen bereit haben, von der einfachen körperlichen Gewalt, von machbaren Techniken, bis hin zum Einsatz der Schusswaffe, wobei wir mit der Möglichkeit des Pfefferspreys in Hessen eine hervorragende Möglichkeit geschaffen haben, dort eine gewisse Lücke zu schließen. Polizei! Kommen Sie herauf! Bitte schön! Ja, okay. Die Polizisten ins B müssen eine Kneipe durchsuchen. Hier soll sich ein Einbrecher aufhalten. Auf Kommunikation untereinander und Eigensicherung soll dabei geachtet werden. Personen sind in Theke. Direkt hinter dir. Kommen Sie langsam raus. Komm langsam auf mich zu. Lassen Sie Hände nach vorne ausgestreckt, genauso. Langsam auf mich zukommen. Langsam auf die Kollegen zu gehen. Stopp! Jetzt gehen Sie auf die Knie vor mir. Langsam die Armbeine ausgestreckt. Auf die Knie. Und die Hände nach außen, die Hände nach außen, nach außen rechts. Und die Handfläche. Verändert hat sich insgesamt, dass mehr Zeit investiert wird für Ausbildung, mehr Geld investiert wird für Ausbildung, mehr Manpower, wie auch mehr Logistik zur Verfügung gestellt wird. Und wenn wir jetzt diese Räume, wie wir sie hier haben, und in Hessen haben wir mehrere dieser Trainingszentren, dann haben wir auch von der Logistik des Raumes her eine ganz andere Möglichkeit, Szenarien entsprechend zu trainieren. Auf einer 100 Meter langen Schießanlage werden die Polizeischüler in die Techniken des Schusswaffengebrauchs eingeführt. Der Trainer gibt vor, was er von seinen Schülern erwartet. Die Hand ist an der Waffe und zwar nicht so an der Waffe, dass ich so locker irgendwie, sondern aufmerksame Sicherungshaltung. Signale dem Gegenüber setzen, dass ich bereit bin, dass ich arbeiten kann. In der Erwartungshaltung. Und sich rausentwickeln. Die Waffe nehmen, sich rausentwickeln. Waffe sicher wegstecken. Ohne hinzuschauen, wo ich die Waffe hinstecke, das muss mittlerweile sitzen. Die Augen bleiben auf der Situation. Klar? Um Physis und Psyche zu testen, wird mit modernsten Methoden gearbeitet. Ihr habt jetzt hier Pulsmesser. Das ist aus dem Sportbereich euch ja bekannt. Die Pulsfrequenz wird übertragen auf eine Uhr von mir. Derzeit, Ruhepuls ist das keine, aber das ist der normale Bewegungspuls. Bei Volker ist bei 95. Das ist eine Situation, die im Streifendienst, im Fahrzeug selbst, in der Nachfahrt ohne weiteres drin ist, eher noch höher.
Wenn es denn so ist, dass ihr aus dem Fahrzeug raus müsstet, in die Aktion treten müsstet, wird sich sehr schlagartig aufgrund der körperlichen Belastung, natürlich aber aufgrund des Stresses, den ihr entwickelt, der Pulsschlag erhöhen. Nicht die wilde Verfolgung, sicheres Vorgehen ist gefordert. Der Jagdinstinkt selbst ist nichts Falsches, aber immer damit rechnen, dass vielleicht in irgendeiner Situation sich etwas entwickelt und nicht einfach draufgehen, drauf arbeiten, in die Gefahr reingehen. Das wäre uns wichtig, ob das bei der Verfolgungsfahrt ist oder ob das an das Herangehen von Fahrzeugen ist oder in das Hereingehen von Räumen oder auf dunkle Grundstücke. Man möge immer auch ein gewisses Gefahrenradar aufbauen. Rausgehen, Waffe oben lassen, stopp. Okay, schauen wir mal nach. Wir sind bei 177 und der Volker ist... 78. Volker und Brenten sind eigentlich recht gut trainiert. Nach 200 Meter laufen. Konzentration fällt schwer. Man konzentriert sich dann halt darauf, ist die Waffe oben, ist die Waffe nach unten gerichtet, hat der Täter überhaupt eine Waffe in der Hand? Ja. Letztlich gibt es verschiedene Situationen. Dort haben Sie bei aller Vorbereitung, bei aller Ausrüstung und bei allen Umständen, die für Sie sprechen, möglicherweise denn doch, das Wort Pech wird nicht passend sein, Sie sind einfach zweiter Sieger. Das kommt so vor, das ist der Polizeiberuf. Ich sage immer, auf dem Auto steht Polizei und nicht Bäckerei. Insofern haben wir ein erhöhtes Gefährdungsrisiko. Um das Risiko maximal zu minimieren, müssen die angehenden Polizeikommissare jede theoretische Gefahr praktisch erleben und versuchen, die Situation möglichst optimal zu lösen. Ich hab's gesehen, ich weiß, okay, es spricht nur einer und Sie halten sich mal raus. Ich bin Zeuge. Ich hab mir einen Ruf, ich mach einen Funken an den Kasse da. Okay, dann mach ich mal. Selbst bei der größten Bedrohung gilt es, die rechtliche Situation abzuwägen. Von der Rechtslage her und von der taktischen Lage her war das nach dem ersten Anschauen schon korrekt. Die Frage der Deeskalation im Vorfeld, auch hier wurden klare Signale gesetzt. Da war nicht abzusehen, dass es zu so einem Angriff kommt, aber das war auch in Bad Hersfeld bei dem Kollegen, der im Radarfahrzeug saß, bei dem war das auch nicht abzusehen und auch bei vielen anderen Situationen, wo sehr spontan es zu einem Eskalationspotenzial des Gegenübers kommt, das den Kollegen gefährdet, ist auch vieles nicht abzusehen. Auch 5 Jahre, nachdem sie von einem betrunkenen Autofahrer angeschossen wurden, haben Matthias Staats und Jochen Seidel immer noch Kontakt, gehen sich nicht aus dem Weg. Die Vergangenheit und der Tod ihres Kollegen verbindet. Es lohnt sich, weiterzumachen. Es ist ganz wichtig, dass es Menschen in diesem Land gibt, die Verantwortung übernehmen, die die Sicherheit der anderen mit übernehmen und die sich natürlich dann auch entsprechend in Gefahr begeben, um andere zu schützen. Es lohnt sich und es ist eine wichtige Aufgabe. Ich würde heute noch mal so reagieren, glaube ich, ziemlich sicher. Denn wenn ich es nicht täte, müsste ich meine Einstellung zum Beruf prüfen. Und ich glaube, dann wäre ich nicht mehr Polizeibeamter, wenn ich bei Sachen, die sich so elementar vor meinen Augen abspielen, wenn ich da weggucken würde, das würde sich mit meiner Berufsauffassung nicht vereinbaren. Im Februar 1997 wird dem Todesschützen vor dem Berliner Landgericht der Prozess gemacht. Jochen Seidel und Matthias Staats sind beide anwesend. Sie wollen mit der Prozessbeobachtung den schlimmsten Moment ihres Lebens endlich abschließen, auch wenn es schwerfällt. Die Verfolgung des Prozesses war schon schwierig und schwer zu erleben, weil das Vergangene noch einmal aufgewühlt wurde. Und tatsächlich kam es mir manchmal so vor, als peitschen die Schüsse wieder neben meinem Ohr. So real wurde das wieder. Und eigenartig war auch zu erleben, dass der Täter eigentlich aussah wie jemand, der einem in der Bahn gegenüber sitzt. Ein Mensch wie du und ich, ein völliger Durchschnittsbürger.
und nicht einer mit Verbrechervisage oder wie man sich das auch immer so vorstellen mag. Er war ja tatsächlich auch ein Schwerstalkoholiker, ein Mensch, der im Leben gescheitert ist, so darf man das, glaube ich, sagen, und irgendwo auch schon wieder zu bedauern. Helmut D. wird zu 7 Jahren Haft wegen Vollrausches und illegalem Waffenbesitz verurteilt. Aufgrund seiner Trunkenheit kann er für die Tötung von Volker Reitz nicht bestraft werden. Wichtig erscheint mir, dass der Tatbestand des Vollrausches modernisiert wird, beziehungsweise auch abgeändert wird oder eben auch ganz und gar wegfällt. Jeder von uns, egal ob Polizeibeamter oder normaler Bürger, kann Opfer einer Gewalttat werden, einer Vergewaltigung bei den Frauen oder einer anderen schweren Straftat wie Mord oder Totschlag. Und wenn sich dann der Täter vorsätzlich in einen Vollrausch begibt, dann kann er nur mit maximal 5 Jahren bestraft werden. Den Tod seines ältesten Sohnes hat Volker Paul bis heute nicht verwunden. Auch 3 Jahre nach der Beerdigung führt ihn sein Weg täglich zum Friedhof. Man hat einfach innerlich das Bedürfnis, bei ihm zu stehen. Da ist irgendwie noch im Sorge. Obwohl man weiß, dass er tot ist, aber er ist trotzdem noch anwesend. Und das ist intensiv, wenn man vor dem Grab steht. Zu Hause auch, ist auch, aber nicht so intensiv. Deswegen ist es normal, zieht es einem dahin. Ich habe noch nach wie vor meine Zweifel, dass es so, wie es ermittelt wurde, abgelaufen ist. Deswegen stehe ich also am Grab und frage, Markus, sag mir mal, wie ist es genau abgelaufen? Ja, das ist halt das, was mich noch etwas immer beschäftigt. Es ändert an der Tatsache zwar nichts, dass er tot ist, aber irgendwie wüsste ich bestimmt, er hat wirklich bis zum allerletzten 100% richtig gehandelt. Das Leben von Volker Paul ist ein Leben in Erinnerungen. Er hat jeden Artikel über seinen Sohn abgeheftet. Der verzweifelte Versuch, das Unbegreifliche jener Nacht greifbar zu machen. Kollegen kamen, die Nähere von der Dienststelle. Auch der Kollege dann. Er war ja, ich kann sagen, ein Häufchen Elend. Man hat auch gesprochen, Vorwurf kann man nicht machen, erstens wusste man nicht, was geschehen ist noch. Und hat ihn auch versucht, obwohl man selbst sehr mit den Nerven dann fertig war und down war, hat man ihn trotzdem in den Arm genommen und hat ihn auch noch versucht zu trösten. Ich meine, er war unmittelbar mit konfrontiert. Und ich glaube, wenn man jemanden sterben sieht und so, und dann ist das noch wahrscheinlich ein Moment, den kann man nie vergessen. Bei den Kollegen der Mannheimer Polizei hat der Tod von Markus Paul Trauer und Angst ausgelöst. Immer wenn in Deutschland ein Polizist getötet wird, werden sich die Beamten ihres gefährlichen Jobs bewusst, ehe die Angst verdrängt wird, um weiterzuarbeiten wie bisher. Mannheim hat die höchste Kriminalitätsrate in Baden-Württemberg. Ein heißes Pflaster, auf dem auch Sascha K. groß wird. Er gilt als äußerst gewalttätig, begeht Raubüberfälle und schwere Körperverletzungen. Frustrierend war, man hat zu lange gewartet, bis man diesen Sascha da, ich sag mal, das Salopp-Ding festgemacht hat von seitens aber der Justiz. Meine Kolleginnen und Kollegen haben sich die Finger im Mund geschrieben, haben die Anzeigen vorgelegt. Er hat ja weit über 20 Straftaten begangen, ist aber nie wegen einer zuvor verurteilt worden. Es hat einfach für uns zu lange gedauert. Statt Strafe verordnet das Jugendgericht Therapie. Um seine Gewaltausbrüche unter Kontrolle zu bekommen, muss er pädagogisch betreute Kurse absolvieren. Am 6. Dezember hätte er ein Anti-Aggressionstraining besuchen sollen. Das hat er nicht getan. Man hat es nicht gemeldet. Und es alles hat zu lange gedauert, sehr schleppend. Und am 11. Dezember ist dieser tödliche Zwischenfall gewesen. Und ich sage ganz deutlich, hätte man da schnell reagiert, weil er hat ja gegen Auflagen verstoßen, und hätte gesagt, so, jetzt hat er hier das Training nicht besucht und jetzt muss er ins Gefängnis, dann könnte unser Kollege wahrscheinlich noch leben. Knapp ein Jahr nach seinem Tod gründet die Familie, unterstützt von der Gewerkschaft der Polizei, die Markus-Paul-Stiftung. Wir wollen den Opfern von jugendlichen Gewalttätern
helfen jeglicher Art. Und auch natürlich Polizeibeamten, wo zu Schaden kommen. Und der Staat, das Land, länger die Zeit braucht, wollen wir unbürokratisch sofort Hilfe gewähren. 50 bis 60 Einsätze fahren die Beamten der Mönchengladbacher Polizei pro Spätschicht. Die Feuerwehr ausgerückt, Person hinter der Tür in suizidaler Absicht, die beabsichtigt, die Tür aufzubrechen. Mit Netz oder Feind? Ja, mit Null. Null ist frei. Was habt ihr auf dem Fall? Wenn es um Leben und Tod geht, wird eine Nullfahrt mit Blaulicht und Martinshorn von der Zentrale angeordnet. Am Einsatzort suchen die Polizisten als erstes die genaue Adresse des vermeintlichen Selbstmörders. Gemeinsam wird die genaue Vorgehensweise besprochen. Weil auf Klingel- und Klopfzeichen niemand öffnet, wird das Schloss aufgebohrt. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Während Notarzt und Feuerwehr die Wohnung durchsuchen, nimmt Johannes Sommers Zeugenaussagen zu Protokoll. Es wird niemand gefunden. Der Freund des angeblichen Selbstmörders, der die Polizei alarmiert hatte, hat sich offenbar geirrt. Die beiden Beamten müssen sich dennoch einen Überblick verschaffen. Polizeialltag. Sind Sie draußen gewesen? Sind Sie draußen gewesen? Aber er kann ja auch nicht raus. Blödsinn. In dem Chaos, das sich hinter der bürgerlichen Fassade verbirgt, lassen sich keine Spuren finden, die auf einen geplanten Selbstmord hindeuten. Der Einsatz der Polizei endet hier. Wir werden da Bericht zu schreiben. Einmal für den angeblichen Suizidversuch, weil ja auch Kosten entstanden sind. Und wir werden Vermerk für das Ordnungsamt schreiben, damit die sich um den jungen Mann kümmern. Denn so, das ist ja kein Leben. Das ist ein Dahinvegetieren ist das ja nur. Ne? Morgen arbeiten beide in der Tagschicht. Sie gehen wieder den gleichen Aufgaben nach und wissen dennoch nie, was sie erwartet. Neben Diebstahl ist die Straßenkriminalität das häufigste Delikt in Mönchengladbach. Typisch für ein städtisches Einsatzgebiet. Raub, Körperverletzung und Sachbeschädigung an Fahrzeugen kommen dabei am meisten vor. Für das Team Ottokar 1271 ist die Schicht noch nicht zu Ende. Hohe Preußstraße, da unten im Bereich der Limittelstraße. Sachbeschädigung an mehreren PKW-Tätern noch vor Ort. Zwei Jugendliche, eine dunkle Jacke mit hellem gelben Streifen, eine helle Jacke. Streifschleifen. Polizeiobermeister Holger Jörissen ist seit 5 Jahren im Dienst. Eine lehrreiche Zeit. Die Praxis baut ja auf die Theorie auf. Aber letztendlich praktisch lernen oder den Polizeiberuf lernen, würde ich sagen, den lernt man halt erst hier im Wachenwechseldienst. Weil halt den Umgang mit Menschen, den Umgang mit aggressiven Menschen, das kann man theoretisch nicht vermitteln. Zur Sicherheit ihrer Kollegen sind die beiden an den Tatort geschickt worden. Uwe gegenüber soll uns gegenüber immer die Hände sichtbar zeigen, damit wir ganz genau wissen, wie die handeln, damit wir dann auch handeln können. Ja. Und es sollen halt immer 2 Kollegen an einer Person dran sein, aus Eigensicherungsgründen. Ja. Hände auf die Augen. Die verdächtigen Randaliere werden gründlich durchsucht. Immer wieder kommt es dabei zur Gegenwehr. Ein mitgeführtes Messer oder gar eine Pistole könnten zur tödlichen Gefahr werden. Mein Handy ist dabei, vielleicht. Handschuhe deswegen angezogen, aus hygienischen Gründen, um mich nicht zu verletzen, um halt alle Taschen nachzusehen. Deswegen auch immer wieder die Nachfrage, ist da was Spitzes drin? Ob Spritzen, ein Messer, wo ich mich verletzen kann.
Festnahmen gehören mittlerweile zur nächtlichen Routine der Polizei im deutschen Klein- und Großstadtdschungel. Wir fahren jetzt gleich erstmal den Tatort ab, das hier vorne die nächste Straße, und schauen mal nach, wie viele Fahrzeuge da insgesamt beschädigt wurden. Die zwei Personen werden jetzt zur Wache verbracht, dort vernommen, und dann schauen wir weiter. Um Beweise zu sichern, gehen Holger Jörrissen und Katja Gotzen der von Anwohnern gemeldeten Spur der Verwüstung nach. Beim dritten PKW werden sie fündig. Auch einen zweiten Wagen haben die stark alkoholisierten Jugendlichen augenscheinlich demoliert. Dann kriegt er diese Nachricht ins Auto, ne? Und dann können wir dann zur Wache fahren. Feierabend für das Team Ottokar 1271. Eine nahezu ruhige Schicht. Schon morgen kann das anders sein. Wir tragen beide Schutzwesten jetzt unter den Diensthemden, die wir selbst privat beschafft haben. Und ist halt sicherer, gibt uns auch ein sicheres Gefühl, weil halt immer mehr passiert auch, ne? Immer mehr Kollegen kommen zu Schaden. Die Hemmschwelle von unserem Gegenüber, die wird immer niedriger. Wir sind immer gewaltbereiter. Und wir wollen auch gesund nach Hause kommen. Eine Devise, die trainiert werden kann. Rund 20 Szenarien haben die Trainer in Berlin parat, um die Hauptstadtpolizisten auf lebensgefährliche Situationen vorzubereiten. Ich bin persönlich sowieso der Meinung, dass die meisten Kollegen viel zu sehr Hemmung haben, die Schusswaffe zu ziehen. Ich sage, wir haben die Waffe nicht als Briefbeschwerer am Gürtel. Und letztendlich habe ich Familie und alles, die erwartet, dass ich gesund nach Hause komme. Und aus dem Grund, denke ich mal, sollte sich der Bürger auch langsam daran gewöhnen, dass wir die Waffe haben, damit ausgerüstet sind und notfalls auch unser Leben damit verteidigen oder auch das Leben anderer Personen. Es wird einfach nicht genug getan. Ich bin auch der Meinung, dass Eigensicherung nie genug sein kann. Man kann das nicht jeden Tag üben, das ist klar. Aber man muss diese Situationen in einem gewissen Rhythmus immer wieder üben. Und es müssen auch nicht immer wieder neue Situationen sein, sondern man muss auf diese immer wiederkehrenden Situationen in gewissen Zyklen wieder darauf hingewiesen werden und das üben. Vier Polizisten sind zu einer Wohnung gerufen worden, in der ein Mann bedroht wird. Nach einer kurzen Absprache greifen sie zu einem Trick, der in der Praxis gut funktioniert. Herr Schulz? Was ist los? Pizzadienst! Ihr solltet auch mal eine Pizza liefern, wenn ihr euch halt so gehört. Ich muss hier los, mein Chef macht mir Stress. Komm doch mal, ich hab einen Verdienstausfall. Ich hab das Büro, das du Idiot! Ist aber nicht nett von Ihnen. Jetzt kommt doch mal, mein Chef macht mir wirklich Ärger. Mach das Einkommen! Hau ab von dem Stechen ab! Hau ab! Raus! 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 Ich schreie es ab! Ich zähle es drei! Eins! Zwei! Mach die Tür zu! Mach die Tür zu! Sofort! Jürgen, was macht ihr jetzt? In diesem Fall selbstverständlich der SEK, weil sie dafür sachlich fachlich ausgebildet wurden. Ja, nicht lange, ja, nicht lange. Ja, androht er deswegen. Also vielleicht noch den Vermittler irgendwie. Der dafür ausgebildet, der Psychologe. Würdet ihr hier nochmal einsteigen? Die Entscheidung, sich zurückzuziehen, kann den Beamten das Leben retten. Die Trainer sind zufrieden. Wir versuchen immer, dass wir ein bisschen Stress aufbauen. Und das merken wir dann, dass wir es geschafft haben, merken wir daran, wenn wir dann festgenommen werden als Täter, dann merkt man, wenn richtig zugefasst wird, bis kräftig und auch ordentlich die Handfessel rumgemacht wird, dann merkst du schon, dass der Kollege also dabei ist bei dem Rollenspiel und sagt, na also jetzt muss aber, ja, und diese Art von Stress, das ist gar nicht schlecht. Das soll ja dem wirklich, der Wirklichkeit nahe sein. Und dementsprechend muss man noch ein bisschen Stress aufbauen, weil draußen ist noch viel mehr Stress als bei so einem Rollenspiel. Von normalen Polizisten kann nicht verlangt werden, jede Situation zu lösen. In so einem Fall sind die Spezialisten vom SEK gefragt. Die sind spezieller ausgebildet und viel, viel besser ausgerüstet. Viel, viel besser ausgerüstet. Und sie wissen eigentlich immer, was sie erwartet.
denn sie kommen auf Anforderungen. Der Kollege im normalen Streifendienst, für den ist jede Situation überraschend. Eine Ruhestörung, wie hier gesehen, die kann sich als was ganz anderes entpuppen. Das war dann plötzlich ein Messerangriff. Der SEK-Mann, der weiß ja immer, dass er zumindest zu einem bewaffneten Straftäter kommt. Zumindest zu einem Messerangreifer. Wohlmöglich sogar zum Terroristen. Und dementsprechend ist der Ansatz für ihn ja ein viel höherer. Umso aufmerksamer ist er. Das kann man also vom normalen Streifenpolizisten überhaupt nicht verlangen. Knapp ein Jahr, nachdem er den Polizisten Markus Paul erstach, wird dem Täter der Prozess gemacht. Der Fall wird vor der großen Jugendkammer des Landgerichts Mannheim verhandelt. Die Witwe von Markus Paul ist mit ihrer Tochter zum Prozessauftakt gekommen. Die Anklage lautet auf Mord. Sascha K. war in der Zwischenzeit geständig. Wenn ich als Vater sagen würde, ich hätte keine Rachegelüste gehabt oder hätte, das wäre gelogen. Das Durchführen ist eine andere Frage. Aber ich bin überzeugt davon, dass es ganz menschlich ist, wenn ein Elternteil ein Kind genommen kriegt und ermordet wird, dass man da Rachegelüste hat. Das hat jeder Mensch. Der Prozess ist auf 6 Verhandlungstage angesetzt. Kollegen des Getöteten halten eine Mahnwache vor dem Gericht ab. Volker Paul verfolgt jeden Prozesstag. Er will dem Täter in die Augen sehen, aber der weicht ihm aus. Er will Worte der Reue hören, aber er schweigt. Er will jedes noch so schreckliche Detail erfahren, um endlich zu verstehen, warum sein Sohn sterben musste. Er bleibt bis zur Urteilsverkündung. Dann sitzt man da und denkt, wie entscheidet sie jetzt? Ja, und dann sitzt sie schon angespannt. Angespannt ist gar kein Ausdruck. Ja, sie sind kurz vorm Platzen und so. Und dann kam die Urteilsverkündung und dann auch noch die Begründung von der Richterin, dass er also hinterlistig, ja, feige, wie Meuchelmord begangen hat. Und wenn dies in der Urteilsbegründung steht, das wurde, wusste ich nicht, hat der Rechtsanwalt dann zu mir gesagt, dann hat er keine Chance, wesentlich oder früher rauszukommen wegen guter Führung oder so. Ja, der muss seine Strafe absitzen. Und es war dann ein Teil, Befriedigung, wenn man sagen will, ja, dass wenigstens mal die Höchststrafe ausgesprochen wurde, mit der Begründung noch, und dass er auch nicht schon nach 6-7 Jahren schon wieder rauskommt. Was sind 6-7 Jahre oder 10 Jahre? Was ist das eine Strafe für ein Menschenleben? Was ist das schon dagegen aufzuwiegen? Es gibt Tage, da hat Dirk Flick seinen Frieden mit dem Tod seiner Frau geschlossen. Was mir ganz wichtig ist und was vielleicht auch immer eine Hilfe für mich war, ich glaube, fast alles so geregelt, wie es meine Frau für sich gewünscht hätte. Also ich habe viele Dinge getan, auch bei der Beerdigung und auch im Nachhinein, wo ich mir sicher bin, dass meine Frau ja vielleicht sogar stolz ist auf mich, weil das, was ich dadurch oder was ich erreicht habe und was ich gemacht habe, ja irgendwo auch mit ihrer Hilfe getan habe. Auch wenn sich das jetzt vielleicht komisch anhört. Weil wenn ich sie nicht so geliebt hätte und sie nicht so stark noch in mir drin wäre, hätte ich vielleicht vieles auch nicht oder anders gemacht. Die Beerdigung nimmt er nur schemenhaft wahr. Er ist mit seinen Kräften am Ende. Da seine Frau Beamtin war, findet ein öffentliches Landesbegräbnis statt. Und das hat seine ganz eigenen Abläufe und Regeln. In der Kirche steht der Sarg, es liegt mein Kranz drauf. Es ist von der Behörde und vom Innenministerium ein Kranz. Ja, und der Kranz meiner Schwiegereltern, der war nicht da, der durfte nicht in die Kirche. Der durfte auch bei der Beerdigung nicht mit in die Kapelle rein. Das sind irgendwelche Landesvorschriften. Das sind so Dinge, das kann ich einfach nicht verstehen. Ne? Bis heute wird Dirk Flick immer wieder von der Vergangenheit eingeholt. Irgendwann fragte man mich per Telefon, ob ich die persönlichen Sachen meiner Frau noch haben möchte, die gestern vom Gericht freigegeben sind. Da habe ich gesagt, natürlich möchte ich die haben. Und irgendwann, einige Zeit später, kam ich zur Nachmittagsschicht. Und da lag ein Päckchen bei mir auf meinem Schreibtisch. Und ich wusste sofort, was da drin ist. Und
Da sehen Sie mal, wie eine Psyche reagieren kann. Sofort ging mein Puls hoch, schlagartig. Und ich war dann nachher alleine auch im Dienst und habe die Sachen aufgemacht. Und es waren persönliche Gegenstände drin, mehr oder weniger. Es waren, was weiß ich, ein 20-Mark-Schein drin. Es war aber auch etwas drin, was ich meiner Frau zum Geburtstag geschenkt hatte, was sie im Dienst immer bei sich trug. Und im Grunde ist auch hier die Situation, wem macht man da einen Vorwurf? Aber es war alles blutverschmiert. Und da sage ich ganz ehrlich, das war für mich kurzfristig so, als wenn ich unmittelbar nach der Tat wäre und wieder informiert worden wäre. So schlagartig, so brutal kam das alles wieder hoch. Acht Polizisten wurden im vergangenen Jahr im Dienst getötet, erschossen oder erstochen. Doch die Trauer, die damit verbunden ist, lässt sich nicht statistisch erfassen. Die Angehörigen und Kollegen der Opfer leiden lebenslänglich an den Folgen. Getragen von der Hoffnung, der Tod möge nicht umsonst gewesen sein. Jahrelang sind Versäumnisse gewesen, ja, und dann ist da Abhilfe geschafft. Und man ist da maßgeblich beteiligt mit, dann ist man froh darüber, was bewegt zu haben, ja. Und sagt, ja gut, mein Sohn ist tot. Es war sinnlos, sein Tod, war wirklich sinnlos. Aber es soll nicht so sinnlos sein, dass man nicht daraus irgendwas einen Nutzen zieht, einen kleinen Nutzen. Und es ist nicht ein kleiner, sondern ein großer Nutzen, Verbesserungen herbeigeführt zu haben. Ich bin seitdem ein Mensch, der ja fröhlich durch die Gegend läuft, immer ein Lächeln auf den Lippen hat, weil ich genau weiß, dass ich eine zweite Chance in Anführungsstrichen bekommen habe. Ich hätte genauso gut sterben können an diesem Tag, in dieser Situation. Und ich habe das Glück, meine beiden Kinder noch groß werden zu sehen. Und es ist unheimlich wichtig. Und ich bin glücklich, dass ich lebe. Opfer kann jeder werden und sehr schnell sogar. Und wenn ich solche Dinge tue, und wenn vor allen Dingen, wo ich mich auch mit für eingesetzt habe, dieses Land Nordrhein-Westfalen doch endlich auch mal die Schutzwesten bekommt und Kollegen vielleicht dadurch, wenn es nur ein Leben ist, was gerettet wird, dann denke ich, dass meine Frau da sehr gut leben kann.